Ja, aus drei Gründen dürfte ich hier eigentlich nicht stehen. In meinem Text kommt nicht Penis vor. Ich habe einen Body Mass Index über 25 und ein kariertes Hemd an. Ja, ich gehe gleich wieder. Okay, ich will in meinem eigentlichen Text von dem hoffnungslosen Fall einer Familie erzählen, aber bevor ich dazu komme, will ich doch noch kurz dem Bildungsauftrag nachkommen, den wir Slammer ja auch haben. Das weiß bloß kaum jemand. Genau, ne? Das ist die Frage, ja. Deswegen eine kleine interaktive Sprachlehrstunde vorweg. Und dafür brauche ich natürlich eure laute, tatkräftige Unterstützung. Ich nenne, das ist ganz leicht, ich nenne ein Verb und ihr nennt mir das Substantiv, das man daraus machen kann. Wir probieren das mal, ne? Also aus Fallen macht man? Fall. Und schon nicht schlecht, die mündliche Beteiligung könnte noch ein bisschen besser sein, aber aus Schallen wird? Schall. Wunderbar. Aus Knallen? Knall. Anderes Beispiel, prima. Senden? Sendung. Ja, das war ein bisschen schwerer, aber nicht schlecht. Verwenden? Verwendung. Verblenden. Verblendung. Dunk, dunk, dunk. Okay, also was haben wir gelernt? Aus Verben, die sich reimen, macht man auf genau dieselbe Weise dann Substantive, die sich natürlich auch wieder reimen. Und, aber ich bin nicht ganz sicher, dass alle das wirklich verstanden haben. Deswegen machen wir eine kleine Lernzielkontrolle. Wenn wir etwas verlieren, haben wir einen Verlust. Sehr gut. Wenn wir frieren, haben wir also... Ja, sie hat es erfasst. Wenn wir etwas sehen, haben wir Sicht. Wenn wir gehen, haben wir also... Exakt. Ja, also, wenn ich aber jetzt das Ergebnis dieser Lernzielkontrolle doch mal bedenke, dann muss man einfach sagen, also wenn unsere deutsche Sprache eine Regel hat, dann die, dass sie in aller Regel unregelmäßig ist. Und das kann man besonders schön zeigen, eben an dem vorhin schon genannten hoffnungslosen Fall einer Familie, nämlich der Wortfamilie binden. Wenn ich zum Beispiel meine Wunde verbinde, möchte man logischerweise denken, man habe eine Verbindung. Hat man aber nicht. Nur binde. Wenn ich die Wunde verbunden habe, habe ich keine Verbundung, auch keinen Verbund, sondern ein Verband oder immer noch eine Binde. Ich habe also einen Verband, aber nicht so einen wie beim Flottenverband oder Unternehmerverband, bei dem sie die Unternehmer verbandelt und verbündet haben. Zum Beispiel liegen die Gewerkschaften, die Gewerkschaftsbund, der wiederum ein Bündnis der miteinander verbundenen Einzelgewerkschaften, aber nicht mit einer Binde sind. Da haben wir also einen Bund der Verbündeten, aber nicht wie beim Bund Möhren oder beim Bund Stroh oder Bund Bunte Blumen oder bei dem Bund, zu dem jetzt gerne mal hingeht. Oder wenn doch, dann ganz schnell wieder weg. Nicht mal die Artikel können sich entscheiden bei Binden. Der Band oder die Bände oder das Band oder die Band oder das Bund oder der Bund oder die Bunte. Apropos Bunte. Besonders schön ist der Ehebund. Da verbindet ein Band zwei Menschen miteinander. Das kann das sogenannte unsichtbare Band oder der zerfledderte Slam-Lyrik-Band sein oder ein Haarband oder ein Strumpfband oder ein Paketband oder Bandnudeln oder ein Bandwurm, die den Liebesbund zusammenbinden. Das kann aber auch ein Zweckverband oder Zweckverbund sein oder sogar ein Geheimbund. Je nach Art der verbindlichen oder unverbindlichen Verbindung, in der man sich verbunden fühlt. Und ist überhaupt bei uns ungeheuer wichtig. Bundesrepublik, Bundestag, bündnistreue Bundesländer, Bundhose, Bundspecht, Bundesnachrichtendienstpräsidenten, Gattin, Fußballbund, Turnerbund, Kunterbund, Bundesliga, Bundesbank und die Sitzung glücklich in Graubünden. Da gibt es nur dieses komische rote Graubündner Fleisch. Apropos Fleisch. Zu Burkhardt habe ich neulich unumwunden, ungebunden gesagt, er solle sich, wenn er in Bünde studiert, vor studentenbündischen Verbindungen hüten. Ja, jetzt hat er nicht auf mich gehört und jetzt ist er verbunden. Vor allem im Gesicht. Und ich fühle mich ihm überhaupt nicht mehr verbunden. Denn ihr spielt ja einen verbundenen, feinen Bundesbruder, der sich über den Hosenbund der Bundfaltenhose einen Binder bindet, damit er sich gepflegt mit ungebundenen Bundesgenossen burschenschaftliche Bundeslieder brüllen, bündig hinter einen die Binde gießen kann. Wenn ich sowas sehe und höre, bin ich immer sehr zugebunden. Brauche erstmal einen ganz langen Bindestrich, um mich in ein neues Gedankenbündel einbinden zu können. Brauche neue Bindeglieder, Ideen, Bindfäden, Bindewörter und Wortbindemittel, damit meine Sprachbindegewebsschwäche nicht durchbricht und sich mit der Buchstabenbindehautentzündung verbindet. Sonst werde ich zum Nervenbündel, das auf dem Grammatiklaufband den Stolpergrund und die sonst bündigen Bandscheibensätze zu unmündigen Einzelbündeln verschattet. Das war jetzt ein Bandwurmsatz. Abgebunden, angebunden, aufgebunden, eingebunden, ungebunden, zugebunden, zweckgebunden. Binden bleibt einfach unverbindlich und vieldeutig. Das zumindest verbindlich.
Und in dieser Familie kann sogar ein und dasselbe Wort Gegensätzliches bedeuten. Zum Beispiel das Wort Entbindung. Wenn einer von seinen Dienstpflichten entbunden wird, dann wird ihm was weggenommen. Er verliert das Alte, kriegt nichts Neues. Wenn eine Frau dagegen entbunden wird oder entbindet, dann verliert sie nichts Altes, es sei denn ihren Alten, aber kriegt dafür was Neues. Sie wird ein Baby. So, jetzt reicht es aber, glaube ich, mit der Binderei. Ich fühle mich halt allerdings dieser Wortfamilie binden, obwohl, oder gerade weil sie so ein hoffnungsloser Fall ist, so schon ungeheuer, ja, fast therapeutisch verantwortlich verbunden, dass ich fast Angst empfinde, diese unzuverlässige Bande im Stich zu lassen. Das nennt man in der Bindungstheorie wohl Entbindungsangst. Jetzt möchte ich mich aber trotzdem von meinen Bindungspflichten entbinden lassen, aber nur im Sinne von Gebären, damit ich dann was Neues habe. Vielleicht auch sogar eine neue Wortfamilie. Aber wenn neue Wörter geboren werden, müssen sie ja vorher irgendwo von irgendwem irgendwann irgendwie mal gezeugt worden sein. Doch wie das geschieht, das überlasse ich jetzt euch und eurer eigenen ausschweifenden, ungebundenen Fantasie.